Am Freitagabend feierte der Radsportverein Weitrock e.V. sein 10-jähriges Jubiläum als eingetragener Verein. Und das ist Anlass genug, einen kleinen Rück- und Ausblick auf die Vereinsarbeit zu halten. Ja, also eigentlich gibt es uns ja schon als Team Weitrock 22 Jahre, als Verein halt 10 Jahre. Und begonnen hat es, wie gesagt, vor 22 Jahren, 1996. Also eigentlich als Spaßgeschichte im Rahmen Fahrradladen, Zweiradriese, wo dann immer mehr Kinder kamen, die einfach Radsport betreiben wollten. Wir haben es gleich fürs Mountainbike entschieden, weil wir eigentlich weg von der Straße wollten. Und jetzt können Sie auf 19 Jahre zurückblicken und auf jede Menge Erfolge. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Da steckt viel Arbeit und Engagement dahinter. Mittlerweile hat der Verein auch eine stattliche Anzahl von Mitgliedern. Wir sind jetzt, 96 Mitglieder, glaube ich, 96 oder 98 Mitglieder. Wir sind zwei Sektionen, das Rennteam, also die Rennen fahren, und das Tourenteam, die sind dann also im touristischen Bereich unterwegs. Und Brockentour, Silvesterradtour, das sind ja so die Highlights, die auch das Tourenteam anbietet. Winfried Kreis ist einer, der nicht hochstapelt und sich mit den Erfolgen brüstet. Er ist bei aller Leistung ein bescheidener Sportler geblieben. Ja, also leider ist es bis jetzt viermal knapp eine Medaille bei der Deutschen Meisterschaft verwehrt geblieben. Also wir sind viermal Vierter geworden. Aber Holzmedaille. Aber das ist ja schon auch viel wert. Das sind, wie gesagt, olympische Disziplinen im Radsport, im Mountainbike bzw. im Cyclocross haben wir viermal vierte Plätze gemacht. Und natürlich Fahrer mit Weltcup-Erfahrung, Bundesliga, Nachwuchssichtung. Alles aufzuzählen würde vielleicht einen Rahmen sprengen. Ja. Aber ein bisschen stolz kann man schon sein, nach 10 Jahren. Und da war sie wieder, seine Bescheidenheit. Ja, alleine macht man das ja nicht und dass Leute auch wirklich so mitziehen. Und wenn man dann auch so sieht, dass etliche dabei waren, die von Anfang an, von der ersten Stunde und jetzt noch dabei sind, macht das eigentlich stolz, genau. An Nachwuchsproblemen leidet der Verein nicht, im Gegenteil. Das Interesse der Kinder an dieser Sportart ist ungebrochen, so Winfried Kreis. Ja, also das ist unser Hauptaugenmerk. Also der Nachwuchs ist nach wie vor gilt unser Hauptaugenmerk und das wird auch so bleiben. Das ist eigentlich, was unser Verein auch ausmacht. Wir sind da ein bisschen stolz drauf, dass wir eigentlich uns selbst nicht nur gegründet haben, sondern auch selbst helfen. Dass Leute, die früher Nachwuchsfahrer waren, jetzt Verantwortung im Training übernommen haben. Und im Nachwuchs haben wir überhaupt keine Sorgen jetzt aktuell. Es ist fast schon, wir waren ja quasi überrannt. Also es wird jetzt kein Massenphänomen, Radsport ist kein Massenphänomen, aber wir können es absolut nicht beschweren. Wie oft wird eigentlich trainiert und gerade mit den Kleinen, mit den Kiddies? Also von U9-Fahrern angefangen. U9 heißt unter 9. Die machen einmal in der Woche im spielerischen Bereich. Bis zum U19 ist dann der älteste Nachwuchsfahrer. Die müssen zweimal in der Woche organisiert und dann mindestens zweimal in der Woche auch selbstständig. Also viermal in der Woche muss dann schon sein, ja. Das habe ich gerade gehört und du hast es gerade gesagt, es ist trainieren jetzt praktisch schon die Erfahrenen. Wie hast du jetzt eigentlich die da zur Seite stehen, wenn die Erfahrenen auch mal keine Zeit haben und selber trainieren müssen? Ja, das ist eigentlich unser Problem gerade. Dass wir natürlich, also Mountainbike ist natürlich so eine sehr diffizile Sportart, wo es natürlich also auch auf Körperbeherrschung, Kondition, alles Mögliche ankommt. Die Fahrer müssen ja auch mitfahren. Ich kann jetzt mich nicht an der Seitenlinie stellen und Anweisungen geben, sondern muss halt auch mitfahren. Und die meisten, die dazu in der Lage sind, gehen halt arbeiten. Und das ist halt eine schwierige Geschichte. Aber wir haben Gott sei Dank es mit einigen geschafft, die ihre Arbeitszeiten bzw. Studienzeiten so haben, dass das funktioniert. Und was wünscht sich Winfried Kreis 2018 für den Verein? Ja, eigentlich Wünsche. Sportliche Erfolge, natürlich, klar. Wir haben keine Zielvorgaben. Wir sind jetzt ja kein Verein, wo eine Trainerstelle dranhängt, weil es alles ehrenamtlich ist. Aber mal eine Meisterschaftsmedaille wäre schon nicht schlecht. Eines muss an der Stelle aber auch noch gesagt werden. Tatkräftige Unterstützung erfährt der Verein auch von Seiten der Eltern. Ja, definitiv. Also ohne Eltern geht das gar nicht, weil es ist ja auch ein logistischer Aufwand. Wir müssen ja nicht nur zum Rennen fahren, wir müssen ja auch noch die Räder mitnehmen und Team-Equipment. Und auch natürlich, so ein Rad kostet keinen Pappenstiel. Also wir brauchen unsere Eltern.
bleibt uns nur noch dem Radsportverein Weitrock alles Gute und weiterhin viel Erfolg zu wünschen. Wir werden mit Sicherheit bei dem einen oder anderen sportlichen Event mit dabei sein und davon berichten.